Am Kranichsee in Ruhlsdorf wird Kies abgebaut. Eigentlich dürfte ich da nicht sein, weil es Betriebsgelände ist. Aber nur da finde ich die kleine Zangenlibelle. Hier kann man deutlich sehen, warum sie ihren Namen bekommen hat. Eine nach innen gebogene Zange. Die kleine Zangenlibelle ist eine Großlibelle der Familie der Flussjungfern. Die Flugzeit beginnt Ende Mai bis in den August hinein. Nur die Männchen haben zangenähnliche Hinterleibsanhänge. Der Lebensraum sind sonnige naturnahe Gewässer mit einem kiesigen oder sandigen Untergrund. Hier sehen wir ein Männchen. Bei der kleinen Zangenlibelle sind die Augen grün. Sie ist in Deutschland auf der roten Liste als gefährdet eingestuft. Die Larve lebt 3 bis 5 Jahre eingegraben im Sand. Der Schlupf beginnt Ende Mai. Meist findet die Metamorphose auf Steinen oder Holz statt. Es dauert 40 bis 60 Minuten. Die Metamorphose eines Weibchens. Nicht immer geht alles gut. Dieses Weibchen ist in den Sand gefallen durch eine Windböe. Dadurch können die Flügel nicht mehr richtig ausgebildet werden. Sie hat leider keine Überlebenschance. Weibchen beim Verspeisen der Beute.